Indomitus Games presents. Oh, mach die Augen auf, Peter! Du bist in der Wüste! Und du hast wieder irgendwas zerlegt. Weil hier liegt überall Gerümpel rum. Oh, jetzt, oh. Verdammt, wieso gibt's in Wüsten immer Sand? Oh. Bin ich denn hier gelandet? Das brennt in der Lunge! Warum habe ich so coole Klamotten? Oh. Und das für ein Amulett. Habe ich dafür mein letztes Taschengeld rausgeschmissen oder was? Oh. Ich muss erstmal hier weg, Mensch. Oh. Hey, da ist eine Blume. Ich glaube, das war mal ein Garten. Ach du Heilige. Ist das heiß hier. Oh, was ist das? Oh, ui. Oh, shit. Oh. In verbis virtus. Jo, meine Freunde, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen One-Night-Play auf meinem Kanal. Ich habe dieses coole Spiel hier gefunden. Cool ist es, weil, das werdet ihr noch sehen. Und ich dachte mir aber, weil ich ja für Rätsel und so weiter zu blöd bin, kriege ich es bestimmt nicht gebacken, hier ein ganzes Let's Play dazu zu machen. Dann dachte ich, ja, One-Night-Play tut's doch eigentlich auch mal was Kleines für zwischendurch. Bewege die Maus, um dich umzusehen. Zum Gehen, W, als D drücken, bla bla blub. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. So viel darf ich verraten. Wir sind auf der Suche nach einem wunderschönen Tempel. Und das darf ich verraten, weil der Tempel nicht mehr weit weg ist. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt, um es zu testen. Weil ich mir das erst so gar nicht vorstellen konnte, dass das so gut funktioniert. Wie es doch tatsächlich funktionieren tut und tut. Das Spiel an sich finde ich jedenfalls sehr lustig. Aber ihr kennt mich, diese ganzen Rätseleien und so. Und Rätsel gibt es in diesem Spiel zuhauf, wenn ich das richtig kapiert habe. Das ist einfach nichts für mich. Ich bin so der Drauf-Los-Spieler. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, dass wir das Ganze als ein längeres One-Night-Play machen. Weil so für zwischendurch. Und darf ich vorstellen, das ist der Tempel, nach dem wir gesucht haben. Ein Tempel am Ende der Welt. Mit einer hübschen Säule davor. Hübscher Tempel, muss man sagen. Wir gehen einfach mal rein und gucken, was hier vor sich geht. Um eine Inschrift zu betrachten, sieh sie dir von nahen an und drücke E. Seid ihr Inschriften? Ihr seid Inschriften. Boah. Habe ich voll hingekriegt. Gibt's hier noch mehr davon? Hier haben wir noch eine. Die leuchten so schön. Können das alle Inschriften? Wenn ja, will ich Inschriften sammeln und zwar sofort. Oh, die ist kaputt. Da müssen wir erstmal gucken, wo hier die Schrift ist. Ah, hier ist noch was. Und hier ist die nächste. Und das Tor hat sich geöffnet. Dein Tagebuch wurde aktualisiert. Drücke J. Ich habe Jahre damit verbracht, den Dialekt Mahaki zu studieren. Es ist die Sprache der kreativen Gottheiten und ich stehe eigentlich immer noch am Anfang. Dennoch habe ich unzählige Artefakte untersucht, die Schriften in dieser Sprache aufweisen. Sie alle stammen aus völlig unterschiedlichen Orten und ich konnte nur wenige Bruchstücke davon auswerten. Und jetzt, in der Eingangshalle dieses Tempels, dessen Existenz nicht einmal mit absoluter Sicherheit feststeht, geschah etwas. Nun beherrschte ich plötzlich die Sprache Mahaki. In der Vergangenheit glaubte ich nicht an die Legenden, doch diese niedergeschriebenen Buchstaben besitzen eine große Macht. Ist ja cool, ich bin mächtig, Leute. Wer es bisher noch nicht geglaubt hat, hier war der Beweis. Oh shit. Die Türe sagt, pass mal auf, Peter, hier kommst du nicht mehr raus. Das ist aber hübsch hier, hör mal. Hallo? Stehe innerhalb des Kreises der Erinnerung, um das Spiel zu speichern. Na, das speichern wir halt mal ab. Boah. Jetzt geht's rund. Ich sag's euch. Neues Spiel. Können wir OK drücken. Wie nennen wir das denn? Das muss reichen. Und gespeichert ist es nicht. Was ist da los? Ungültige Zeichen, also weißt du, seit wann ist ein Ü ungültig?
Machen wir es so. Zack. So, was haben wir denn hier jetzt? Das X markiert die Stelle. Hier dürften wir also sein. Aha. Nun, das ist ja ganz spannend. Der Hauptgang führt uns also hier lang. Hier geht's irgendwo rum. Und wenn wir hier ringen, kommen wir woanders hin. Gut zu wissen. Mit anderen Worten, gibt's hier ganz viele Kammern, die wir durchsuchen müssen. Das kann man doch eigentlich mal machen. Ich habe vergessen, wo ich lang gehen wollte. Es tut mir so leid. Wir nehmen die erste Abzweigung links, würde ich sagen. Wenn das alles so ist, wie ich denke, wieso leuchten die ganzen Pilze? Alle Leuchtepilze finde ich schön. Es wäre auch cool, wenn ich die Linksabzweigung finden würde, ne? Hier geht's nach links. Oh, hier ist aber zappenduster. Ich glaube, hier soll ich noch nicht lang, weil ich kann hier nichts sehen. Kann ich hier irgendwo was sehen? Ich habe Angst, es ist so dunkel. Was bist du denn? So viele Gänge überall. Ich laufe jetzt einfach los. Das habe ich beim ersten Anspielen vom Spiel auch gemacht und das lief ganz gut. Und siehe da, es läuft immer noch toll. Was habe ich denn hier? Das Licht. Das Licht ist nicht der Feind der Dunkelheit. Ganz im Gegenteil, das Licht ist dessen Ergänzung. Eine Schwester, die in der Vergangenheit zu viel Lob auf sich vereinte. Die Welt basiert auf dieser Lüge und dem Glauben, dass das Licht unweigerlich das Gute repräsentiert und damit zum Gegenspieler der Schatten wird und diese verflucht. Das Gleichgewicht zwischen den beiden lag schon immer zugunsten des gleißend hellen Teils der Schöpfung. Doch hat noch nie jemand die zwingende Notwendigkeit einer Gleichwertigkeit der beiden erkannt. Licht und Schatten sind gleiche Gebilde, gleiche Wesenheiten, die den Kosmos durchdringen. Sobald eines von ihnen vorherrscht, ist eine Veränderung unvermeidbar. Es gibt nichts, das im Verlauf der Zeit immer gleich ist und die Metamorphose führt nicht unweigerlich zur Ordnung oder zum Chaos. Ich kann sie fühlen, die strahlende Kraft des Lichts, die aus meiner Hand entspringt. Ein vollkommenes Gefühl von Gnade strahlte von meiner Hand aus, nachdem ich zum ersten Mal sprach, Lumetial, und die Dunkelheit kniete vor mir nieder. Boah, unser erster Zauberspruch. Okay, pass mal auf. Halten und Lumetial. Ich kann das. Ja, Freunde, das ist nämlich das Coole an dem Spiel. Die ganzen Zaubersprüche, die muss man wirklich sprechen. Sonst wird das nichts. Gibt's auf der anderen Seite noch was? Ja, hier gibt's noch was. Jenseits der Dunkelheit. Eine der ersten Lektionen für die Pilger war das Heraufbeschwören von Licht, um sie daran zu erinnern, dass sie vor allem die Hüter der Wahrheit sein müssen und dort Erleuchtung bringen, wo Dunkelheit das mit Falschheit Erschaffene verbirgt. Müssen wir uns merken, Lumetial ist Licht. Und damit können wir doch jetzt eigentlich in den anderen Gang, in den ich vorher nicht rein konnte. In den gehe ich zuerst rein, sonst tue ich mich hier nur selber verwirren. Ich bin gerade falsch gegangen, glaube ich. Ah, du bist so ein Anti-Magie-Kristall-Ding oder was? Lumetial! Lumetial? Ah. So, von wo bin ich denn überhaupt gekommen? Ich finde nie wieder nach Hause. Bin ich hier richtig? Hallo? Oh ja, hier bin ich richtig. Gut, also das erste Stückchen nach links. Lumetial! 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 Ja, so klappt's, ist klar. Wenn ich eine epische Stimme machen will, klappt's nicht. Aber mache ich so eine hässliche, dann geht's. Na, ist ja fantastisch. Na gut. Erstes nach links. Oh, erstes. Sehen wir uns doch mal hier drüben um. Hier sind noch mehr Leuchte. Aha, und deshalb brauchen wir nämlich das Licht. Weil hier ist überall Abgrund. Wir kommen hier nur weiter, indem wir das Licht benutzen. Und unseren Pfad erleuchten quasi. Hallihallo? Bin ich jetzt drüben? Oh, cool. Da unten ist schon wieder irgendwas. Sieht schon wieder aus wie ein Zauberspruch. Ich glaube, alles, was so mit solchen Tafeln ist, ist für uns ein neues Zauberchen, das wir erlernen können.
Den hier können wir wegbeschwören. Wir brauchen jetzt kein Licht mehr. Hier sind überall Fackeln. Und die Fackeln nehmen dich immer rum. Müssen wir bis nach ganz unten? Ich gehe davon aus. Deshalb gehe ich einfach mal drauf los. Lume! Nee, das klappt nicht. Tial! Ich dachte, vielleicht kann man Zaubersprüche irgendwie ein bisschen abkürzen, dass das System überfordert ist dann, aber... Anscheinend klappt das wohl nicht. Der Günther. Speichern wir nochmal auf dem Günther. Zack. Überschreiben. Komm mal runter, Meisterstein. Hier. Ja. Yay. Aua. Ich bin drüben. So, was geht denn jetzt ab? Der Lichtstrahl. Wenn das Licht erscheint, kann die Dunkelheit dies füllen und völlig im Gegensatz zu dem, was du vielleicht glaubst, sie flieht nicht, die Dunkelheit. Sie sucht eher das Licht. Wenn der blendende Spross aus deinen Händen fließt, hörst du dann nicht, dass sich jemand nähert? Werden deine Schultern nicht plötzlich ganz schwer, so als ob etwas auf dir ruht? Die Dunkelheit hat keine Angst und sie hat überhaupt keinen Grund dafür, denn sie sehnt sich danach, ihrer Schwester das Licht zu treffen. Das von Dunkelheit durchtränkte Fleisch kann geblendet werden, aber die Dunkelheit hat niemals Furcht. Wenn du dich zum Herrscher über das Licht krönst, dann denke daran, dass die Schatten dir mit der Hand den Weg weisen, solange das Leben dich nicht verlässt. Und du kannst fühlen, wie sie sich an deiner Seele ergötzt. Macht dich das nicht glücklich? Denn nun bist auch du unsere Schwester. Ey, ich bin ein Typ, ja, wenn ich deine Schwester wäre, hör mal, also beleidigen lasse ich mich hier nicht. Was ich bereits jetzt schon weiß, ist, dass so... Entschuldigung. Was ich jetzt bereits schon weiß, ist, dass sobald ich sage, Ektolume, dies schon ausreicht, um einen Strahl reinsten Lichtes aus meiner Hand austreten zu lassen. Ein kleiner Tipp, wie diese Energie genutzt werden kann. In den Inschriften wird rätselhaft dargestellt, dass die richtige Farbe den richtigen Mechanismus nähert. Aha. Ektolume. Ektolume. Cool. Ektolume. Lume Tial. Voll kein blödes Gespräch hier. Okay, also Ektolume haben wir gelernt. Lume Tial und Ektolume. Pass mal auf jetzt hier. Ektolume! Boah, geil. Bin ich Fettmagier oder was? Beschwör das mal weg. Auf der anderen Seite steht doch bestimmt wieder was. Ein Lichtstrahl. Das Erlernen des Zaubers, der von einem Lichtstrahl ausgeht, war eine der größten Hoffnungen für die jungen Pilger. Die Eitelsten unter ihnen prahlten mit ihren Fähigkeiten, indem sie das Licht auf- und abspringen ließen und aufwendige Kompositionen erschufen. Die arrogantesten Pilger verwendeten es, um ihre Nachbarn zu blenden, und die Weisesten nutzten es nur dann, wenn es wirklich notwendig war, da sie die Macht respektierten, die in der Lage ist, Dinge ohne Machtenergie zu verleihen und sie zu animieren, sobald der Lichtstrahl auf sie gerichtet wird. So, ich bin ja kein Meister, aber ich würde mal sagen, wir müssen die Dinger hier erleuchten. Daher, ja. Ektolume! Ektolume! Klappt. Also man kann es durchaus auch anders sagen und es funktioniert. Das ist gut zu wissen. Ich alter Magier. Hat geklappt. Wo ist noch eins? Da ist noch eins. Drei sollten doch genügen oder sind hier noch mehr? Was passiert überhaupt mit euch? Ihr fliegt irgendwo hin? Ah, ihr fliegt hier hin. Lume Tial. Lume Tial. Lume Tial. Lume Tial. Geht doch. Verfluchtes Spiel. Hat die die... Oh, Feuer. LOL. Was bist du? Ektolume. Ektolume. Ah, 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 es kühlt. Es kühlt. Macht's tot. Was waren das für Dinger? Aber mein Lichtstrahl macht die wenigstens kaputt. Habe ich mir schon fast gedacht, weil das ja so reines Licht ist. Das macht bestimmt fett Aua. Ektolume. Ektolume. Oh, jetzt kommen sie von hinten hier ran. Was denkt ihr, wer ihr seid, hör mal. So, das ist eine große Kammer. Ach, hier ist wieder so ein Wegplan. Sind wir jetzt da, wo ich hin wollte? Ja, wir sind hier in dieser Kammer. Gut.
Hier haben wir das Licht gefunden. Hier scheint nichts weiter zu sein. Hier hinten können wir auch rum. Und das müssen wir, glaube ich, weil wenn ich mich recht erinnere, war hier, glaube ich, nichts weiter. Außer, dass das ein derbs cooles Gebilde ist, einfach mal. Weil hier ging es, glaube ich, nicht weiter, ne? Nee. Oh! Ektolume! Will jemand fliegende Dinger grillen? Also, ich hätte ja Lust. Was sind das eigentlich für Teile? Und wieso muss ich die tot machen? Dup-di-dip-di-da. Hä? Avada Kedavra! Oh, schade. Bombarda Maxima. Warum klappen die alle nicht? Komm schon. Wingardium Leviosa. Oh shit! Ektolume! Ektolume! Mach's weg! Was sind das für Biester? Ich habe Angst, dass die mich beißen können oder so. Wie war denn das andere nochmal? Lume Tia. War das das? Tia Lume? Lume Tia. Ja, das war das. Gut. Weil der Peter, der muss jetzt zurück. Weil hier war Endstation. Hast du gemerkt, ne? So. Mr. Felsen, ich will wieder darüber, bitte. Ah, ich fall. Ey, das ist aber gut. Da bin ich ja direkt hier. Das heißt, wir waren jetzt in dem Gang links und müssen hier dem Gang geradeaus folgen, um in die nächsten Kammern zu kommen. So eine Kacke. Wow! Gut, die Dinger sind böse, man darf nicht durchrennen. Das habe ich jetzt kapiert, Leute, das habe ich gelernt. Ey, jetzt bin ich aber richtig hier. Ich habe die Dinger da unten zwar noch nicht aktiviert, aber das muss ich, glaube ich, auch nicht, oder? Ektolume. 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 Doch, ich muss das echt machen. Ist ja kacke. Ektolume. Lume Tia. Muss ich die echt aktivieren gehen, ey? Ektolume. Wir brauchen es zwar eigentlich nicht, aber ich aktiviere die Dinger trotzdem nochmal. Ich weiß nicht, ob wir die später nochmal brauchen. Und da wäre es ja ganz gut, wenn die schon aktivierter sind. Aktiviert. Deshalb mache ich das einfach mal. So. Wo sind die Steine? Vielleicht klappen ja andere Zaubersprachen. Kweister. Nee. Presingier. Verflucht sollst du sein. Blödes Spiel. Keine andere Zaubersprache klappt. Ich müsste darüber eigentlich. Weißhail. Klappt nicht. Na gut. Gibt es sonst noch irgendeine Zaubersprache, die ich kenne? Ich glaube nicht. Ich bin relativ unnütz, was sowas angeht. Lumetier. Gut. Da wollen wir doch mal gucken, wo uns die anderen Gänge hinführen. Und vor allem, was wir jetzt noch so für Zaubersprüche gebrauchen können. Boah, wie hoch müssen wir denn rennen? Ah, wir sind da. Gut. Also wenn ich die Zeichnung der Tafel richtig gedeutet habe, müssen wir jetzt eigentlich nur geradeaus gehen. Fragt sich nur, welches geradeaus. Lol. Das war das geilste geradeaus ever, weil das geradeaus hat mich zurückgebracht. Ah, hier sind wir aber richtig. Muss ich hier noch irgendwo lang? Ich glaube nicht. Eigentlich muss ich nur wieder zurück. Und hier sollte ich jetzt eigentlich irgendwo rauskommen, wo ich gerade ausgehen kann. Wir probieren es mal hier.
Wo führt denn der Gang hin? Ektolume. Nee, das war's nicht. Lumetia. Lumetia. Geht doch. Genesis 1. Am Anfang herrschte das pure Chaos. Im Verlauf der Zeitalter ballte sich das Chaos zu einer einzigen physikalischen Masse zusammen. Weitere Ewigkeiten vergingen und die... Ich würde sagen, ich lese das nicht alles vor. Wenn ihr das lesen wollt, ich scroll hier mal durch, weil wir haben ja nur ein One-Night-Play. Das heißt, wir haben nicht Ewigkeiten Zeit, hier alles zu lesen. Maske. Das heißt, wir haben nicht Ewigkeiten Zeit, hier alles zu lesen. Ich will ja auch ein bisschen was erleben. Nächster Gang. Wenn man der uns auch hinführen wird. Na, hier waren wir doch aber auch schon, hä? Ja klar, hier haben wir das Licht gekriegt. Also müssen wir jetzt woanders lang. Gut. Ey, lass das! Ektolume! Ah, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Ah, das ist aber gut. Ektolume! Ektolume! Weil ich denke mal, wir müssen hier lang, weil hier kommen wir nur lang, wenn wir die beiden Sprüche hatten. Das sieht mir doch aus wie das nächste Level. Oh, oh! Ektolume! Ektolume! Macht euch weg, ihr Knilche! Macht euch weg, sage ich! Fressen die gern diese Pilze oder was? Lumetia. Lumetia. Darf ich hier nicht, hä? Lumatia. Nee. Lumetia. Drecksbier. Lumetia. Lumetia oder was? Lumetia. Aha. Wollte schon sagen, ein bisschen Licht werde ich ja. Oh. Ektolume. Das ist cool, wie man einfach auch so verschieden die Wörter sagen kann und es funktioniert einfach mal. Es hört sich komisch an hier. Ektolume! Das sieht mega gefährlich aus. Geht mal weg, bitte. So, ich denke jetzt... Nein! Hilfe, Peter! Ey, cool, ich sponne hier. Ey. Sag mal, ich werde das ja wohl schaffen, hier mal schnell ein bisschen durchzujumpen. Hä? Gehe ich jetzt halt eine Nummer langsamer, dann wird das auch was. So, hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich gehe mal zuerst nach links. Hier sind aber schön. Pilze. Ein Speicherpunkt brauchen wir den. Ich nehme den einfach mal. Kann sicher nicht schaden, wenn wir ein bisschen speichern tun. Speicher mal ab, Kollege. Und da ist irgendeine Inschrift. Der Beobachter. Das Auge der Dreifaltigkeit bewacht dich, doch erwartet es keine Gegenleistung. Gehe einfach ohne Eile und mit gesenktem Kopf darauf zu. Denn Geduld ist eine der Pflichten eines Pilgers. Nur in seiner Anwesenheit und zu keinem früheren Zeitpunkt kann man seine Größe betrachten und auf das Urteil der Göttlichen warten. Wenn erachtet wird, dass du mit der reinen Absicht kommst, dann wird dir die Mildtätigkeit der Revertas so teil. Ich glaube, wir sollen jetzt den anderen Weg lang gehen und nicht mit Eile, haben sie gesagt. Lumetia. Mit gesenktem Ha. Oh, hier ist aber hübsch. Lumetia. Nein. Ektolume. So rum. Oh, verdammte Biester. Haben sie mich doch noch gekriegt. Wie ich sie hasse. Da haben die mich eiskalt gekillt. Wo bin ich? Ich bin hier in der Kammer. Ich aktiviere noch schnell das Ding. Ektolume. So, jetzt sollen sie mal kommen. Diesmal bin ich vorbereitet.
Sehr gut vorbereitet, wenn ich das mal so sagen darf. Nicht mit mir, ihr... Oh, das gibt's doch nicht. Ich will doch nur hier rüber. Ich lasse euch braten. Hey, cool, das gibt mir Lebensenergie. Ektolume... Nee, Moment. Doch, Ektolume. Ektolume. So, jetzt sollen die Bräulerköppe mal ankommen. Wenn ihr noch mehr Ärger wollt, ich bin bereit. Lumetia. Wo bin ich? Nimm mich mit. Bist doch bestimmt für mich hier. Da unten ist Feuer. Aha. Mann, ist das schön. Das ist eine richtig schöne Anlage. Ektolume. Huch, das ist ja einfach. Gehst du wieder zu mit der Zeit? Nee, gut. Lumetia. Lumetia. Geht doch. Oh, hier gibt es jetzt offenbar wieder mehrere Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Lumetia. Wo uns Ador sagt, du kommst hier nicht lang. Lumetia. Also gehen wir doch nach unten. Wollte ich gleich machen. Ich wollte es euch nur nicht sagen. Ich dachte, ich zeige euch erstmal den anderen Weg. Ich habe genau gewusst, dass ich hier lang soll. Oh, was geht denn hier ab? Hier ist schon wieder so ein cooler Gang. Hallo? Ektolume. Kann ich irgendwas anzünden? Lumetia. Lumetia. Gut, was bist du denn? Zeichen der Herrschaft. Okay. Ektolume. Gut, das hat jetzt nicht unbedingt geklappt. Lumetia. Dein Tagebuch wurde aktualisiert. Das Auge. Das sieht nach einer Art Altar aus. Etwa so wie die, von denen man einst seltsame Rituale ausübte. Ich weiß nicht, wie man ihn verwendet. Ich muss auf die Beschriftungen achten, die ich finde. Sie könnten ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Entschuldigung. Ektolume. Ich strahl dir ins Auge. Hat noch nicht geklappt. Naja, das ist ja jetzt alles recht schön und gut. Bringt mich jetzt nur nicht wirklich weiter.
Vielleicht kann ich da jetzt oben weitermachen, dadurch, dass ich hier unten war und dieses Zeichen der Herrschaft habe. Vielleicht sagt das Zeichen, ja, pass mal auf, der Peter, der kütt hier rein. Wo ging's denn hier nach oben? Hier ging's nach oben. Lumetial. Ja. Lumetial. Also unten ist keine richtige Option, hör mal. Ektolume. Na, wirst du wohl. Weil ich weiß überhaupt nicht, was ich so richtig machen soll. Hat das was mit Geschwindigkeit zu tun? Wenn ja, an Geschwindigkeit bin ich kacke. Ist immer noch zu, das Brett. Wäre mal der richtige Zeitpunkt für irgendeinen Rätselhinweis. Oder bin ich einfach nur zu blind? Habe ich vielleicht was übersehen? Lumetial. Lumetial. Lumetial! Lumetial. Geht doch. Dass ich immer erst sauer werden muss. Rafft einer von euch, was ich tun soll? Ich raff's nämlich gerade so überhaupt nicht. Hier sind Ketten, die dürften aber nichts weiter zu bedeuten haben, denke ich. Ektolume. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich feststeck. Oder gibt's so eine Art Hilfe? Mausempfindlichkeit, ne, das wollte ich eigentlich nicht. Tagebuch umsehen, Inschrift lesen, Fluch beenden. Formel aussprechen, springen, laufen, rechts, links, rückwärts. Eigentlich ist alles getan, was ich tun konnte. Ich mache halt nur irgendwas verkehrt. Also hier unten komme ich jetzt aktuell erstmal nicht weiter, Leute. Deshalb begeben wir uns mal wieder zum Aufzug und gucken, ob wir nicht vielleicht oben irgendwas übersehen haben.
Wir bräuchten mal so eine Tafel, dass wir gucken können, wo wir überhaupt sind. Lumetial. Geht's hier noch wohin? Nein, du Sau! Ich hasse dich! Hat mich das Vieh gekillt? Wo komme ich denn da jetzt raus? Komme ich hier wieder raus? Muss ich die Inschrift wieder lesen oder was? Das ist ja herzallerliebst. Hier ging es zum Aufzug. Da wollten wir ja aber weg, weil wir können da gar nichts machen. Ich würde eher denken, wir müssen hier hinten, haben wir noch irgendwo was übersehen, denke ich. Irgendwas, was uns hilft. Was bist du? Wo habe ich denn das jetzt her? Ich bin doch von da gekommen. Wieso ist denn da zu? Muss ich das jetzt verstehen? Ich bin doch von da hinten aus hier rüber gekommen und jetzt ist dicht. Aua. Ich soll hier wahrscheinlich nicht raus. Na, wenn die das sagen... Ektolume. Weil die haben es gar nicht richtig auf mich abgesehen irgendwie. Weil die sind ja jetzt einfach, ne? Ektolume. Lumetial. Lumetial. Ist hier noch irgendwo was? Nee, nur blaue Dinger. Jetzt ist die Platte gerade unten. Aber es scheint wirklich, als müssten auch wir nach unten. Weil hier oben kommen wir jetzt nicht mehr weg. Außer wir aktivieren vielleicht das Zeichen der Herrschaft hier unten. Wo wir ja aber auch nicht lang dürfen. Eigentlich... Ektolume. Tja, also... So ganz kapier ich's nicht. Lumetial. Lumetial. Ey, Lumetial. Lumetial. Das war der Weg nach unten. Das hier ist dieser komische Weg nach oben. Der uns total verboten ist. Also können wir aktuell wirklich eigentlich nur hier runter. Was ich mehr als merkwürdig finde, weil hier unten war doch gar nichts. Oder habe ich echt was übersehen? Lumetial. Bringst du mir was? Ektolume. Lumetial. Gibt's hier wieder Inschriften irgendwo? Das ist ja wieder dieses Zeichen der Herrschaft.
So richtig echte Inschriften finde ich hier gar nicht. Ey, sei doch nicht so fies, ich will hier rein. Hier muss es aber irgendwas geben. Ich bin nur zu deppert, das zu finden. Ich weiß nicht, ob davon irgendwas was zu bedeuten hat. Ektolume. Lumetial. Hä? Da stehe ich nur rum, Leute, ne? Und weiß nichts damit anzufangen. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal eine kurze Unterbrechung. Ich gucke einfach mal im Internet, ob ich irgendwas dazu finde. Bis gleich. So, my friends, da bin ich wieder. Ich hatte schon den richtigen Gedanken. Ich habe es nicht gesagt, aber ihr habt es vielleicht gesehen. Als ich hier rein bin, bin ich so gegangen, weil irgendwo stand ja, man muss gebeugt gehen. Deshalb gehe ich einfach mal gebeugt. Und das soll jetzt geholfen haben? Vielleicht muss ich warten? Lumetial. Ich guck noch mal nach. Mensch, das ist aber auch alles kompliziert. Passt mal auf. So, jetzt pass mal auf. Ich gehe rein mit gesenktem Haupt. Und es hat gebracht nichts. Gut, probieren wir es nochmal. Wir gehen rein. Das bringt einen Scheißdreck. Das gibt's doch nicht. Ja. Oh shit, es passiert was. Oh, was geht denn jetzt ab? Oh, lol. Hier baue ich mir ein Ferienhaus. Ganz ein schönes. Mit Gartenstühlen. Und oh lol, wer bist du? Du bist hässlich. Aber du bist irgendwie cool. Miken Kalvai. Tia Veritas Udali. Eviel Ekanu Eloden Ekamek Gulvi Kelail en Ektuda Timan Agel Eludenum Udakait Avelum Tivan en Udaki Tial Uda Tial Uda. Achso, Entschuldigung. Tial Uda. Boah, jetzt haut sie mich raus. Oh. Was war denn das?
Der Wille ist eine Macht, die sehr oft unterschätzt wird. Entschlossenheit kann zu unglaublichen Ergebnissen führen. Die Fähigkeit, seinen eigenen Willen anderen lebendigen Wesen aufzuerlegen, ist das größte Geschenk, welches du dir nur wünschen kannst. Ganz gleich, ob es sich dabei um eine offene oder eine versteckte Auferlegung handelt. Aber eine Herrschaft ohne zuvor festgelegten Plan, gleich purem Wahnsinn. Nichts kann größeren Schaden anrichten als das Unheilvolle. Schaffe dein eigenes Spinnnetz. Der Spruch bringt uns weiter. Dies ist kein echter Zauberspruch, sondern eher wie eine Art Befehl zu sehen, denn das Objekt versteht... Aha. Tial Uda. Wehe ich doch gleich mal aus hier. Kann ich die Dinger wegtun? Tial Uda. Tial Uda. Tial Uda. Wir probieren es an der Tür, habe ich beschlossen. Die wird ja wohl raffen, was ich von der will. Was kann der Peter schon von der Tür wollen, hä? Vielleicht, dass er aufgeht, die alte Krampe. Also ab nach oben und Uda Tial ranbrüllen, dann wird das was. Uda Tial. Uda Tial. Hä? Uda Tial. Mach auf! Ja, was willst du denn von mir, hör mal? Das Spiel macht mich alle. Uda Tial. Kann ich hier nicht gut. Wo ist denn der Tempel hier? Uda Tial. Und was genau mache ich jetzt mit dem Drecksding? Das Objekt versteht. Welches Objekt denn? Bist du das Objekt, das versteht? Das Treffen mit Veritas. Ich wurde in eine völlig andere Welt gebracht, in der die normalen Gesetze der Natur keine Anwendung finden. An diesem magischen Ort traf ich eine Kreatur, die aussah wie aus einem jenseitigen Reich. Sie stellte sich mit dem Namen Veritas vor, der Quelle aller Wahrheiten. Ich weiß rein gar nichts über sie, aber es scheint, als wolle sie mir bei meiner Reise helfen. Jedenfalls spüre ich das so, obwohl mir ihre Beweggründe völlig unklar sind. Die Formel, die sie mir brachte, gibt mir eine große Macht über den Tempel. Und ohne diese Formel würde meine Reise vermutlich genau hier enden. Aus diesem Grund kann ich diese Worte auch dann sagen, wenn ich einen weiteren aktiven Zauberspruch in der Hand halte. Aha. Okay, jetzt habe ich den Spruch vergessen, glaubst du es? Lume Tial. Lume Tial. Entschuldigung. Lume Tial. So, und du warst jetzt... Tial Uda. Tial Uda. Tial Uda. Vielleicht sag ich's nur falsch. Tial Uda. Tial Uda. Tial Uda. Ich raff es nicht. Muss ich jetzt an der Tür das sagen oder was? Tial Uda. Ne, alles. Alles sehr schwammig für mich, Leute. Lumetial. Wird hier eh überschätzt, weil das ist ja gleich wieder weg, wenn ich hier oben vorbeigehe. Lumetial. Lumetial. So, und das andere? Tial Uda. Tial Uda. Tial Uda. Tial Uda. Tial Uda. Woher weiß ich denn, dass das klappt, Mensch? Ich bin gleich wieder da. Ich gehe am Stock.
So, Freunde, ich bin feierlich gestorben, das ist aber auch nicht weiter schlimm. Denn ich habe im Internet gelesen, wir müssen jetzt zurück in die Kammer, wo wir damals gelernt haben, den Lichtstrahl zu schießen. Darauf wäre ich jetzt im Leben nicht gekommen. Und das ist genau das, weshalb ich zu diesem Spiel kein richtiges Let's Play machen wollte. Rätsel, die liegen mir einfach nicht. Ich bin so jemand, der will drauf losspielen, nicht groß über was nachdenken und einfach Spaß haben. Ja, was ich aber abschließend sagen kann, ist, dieses Spiel ist schon ziemlich cool. Schon allein die optische Aufmachung gefällt mir ziemlich. Auch die Kammer unten mit dem Leuchteding hat mir ziemlich gefallen. Und ich finde es auch ziemlich cool, dass man die Zaubersprüche hier sagen muss, damit die funktionieren. Dass man quasi... Es gab früher mal ein Spiel, das nennt sich Arx Fatalis. Da musste man die Zaubersprüche-Formeln in die Luft zeichnen. Das hier ist jetzt nochmal eine Spur schärfer, finde ich. Weil das... Aua! Macht wirklich Spaß, dass man die Sprüche auch in dem Dialekt sagen muss, quasi, um das Ganze zu zaubern. Ich denke, das wäre eine coole Sache auch in einem Kampfspiel, vielleicht sogar ein Multiplayer-Spiel, dass ganz viele Spieler auf der Karte sind... Und der beste Magier gewinnt am Ende und man muss halt gucken, dass man möglichst viele Wörter auswendig kann und diese Wörter halt miteinander verkettet, um noch mächtigere Zaubersprüche auf den Gegner draufzuknallen. Vielleicht könnte man daraus sogar ein Open-World-RPG machen. Wer weiß, also an sich finde ich das ziemlich lustig. Ich hoffe, es gibt in Zukunft irgendwann noch mehr Spiele, die das Ganze so machen, dass man die Sprüche aufsagen muss in sein Mikro, damit das Ganze klappt, weil das finde ich wirklich ziemlich cool. Ja, im Großen und Ganzen kann ich das Spiel also empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch hier in der kurzen Zeit einen guten Einblick geben und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Vor allem gefallen haben wird euch wahrscheinlich, dass ich mal wieder wie ein Depp rumgerannt bin und von nichts eine Ahnung hatte. Ich kann nicht mal eine Stunde so ein Spiel spielen, ohne die Komplettlösung zu brauchen. Aber da stehe ich zu, Rätselspiele sind nicht meins. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, meine kleinen Magier. Und sage adieu, wir sehen uns. Tschüssi.